Tanz mit. Wird sehr unzufrieden. Ja, komm. Ich kann nicht tanzen. Ist es das, was du mir sagen willst, Spiel? Ist es das? Ja. Verdammt, das Spiel hier. Fängt das so schon wieder an, ja? Oh, kannst nicht tanzen, du Spast. Idiot, ey. Hier, komm. Lass die mal weg. Es lebt das Ding noch. Die Dinger. Weg mich. Ja, den Kniff raus. Au. Ich will zu fangen an, schmerzhaft zu werden. Hä, warst du nicht eben schon dran? Details, zünden wir sie an. Los. Und es ist Aru. Wird auch Zeit hier. Und wir kommen. Müll. Gib mir etwas Milch, Katze sieht zufrieden aus und wir kommen 14 EP. XP. Das ist doch motivierend. Treten ihn weg. Und dann kommt das Summen. Kein Ding. Ich habe Feuer, das sollte effizient gegen Insekten helfen. Und Tode nahe. Und tschüss. Seht ihr? Es hilft. Bleibt halt wieder noch einer übrig, den ich wahrscheinlich jetzt nicht mit einem Ding tot bekomme. Oder? Vielleicht doch? Natürlich nicht. Ah doch. Naja, fast. Ja gut, Franz hält das aus. Franz, der ist widerstandsfähig gebaut. Und hat inzwischen schon 370. Sehr gut. Passt. Alles ist gut. Wie immer, wir reden uns einfach ein, dass alles gut ist und dann passt das schon. Obacht gehen, länger geben. Das heißt also theoretisch, sollte das hier gar nichts bringen, aber so gut wie gar nichts. Ineffektiv. Macht aber trotzdem gar nicht mal so schlecht Schaden. Was sieht's denn damit aus? Windböe. Ich weiß zwar nicht, wie ich eine Windböe verwirren kann, aber passt schon. Effektiv. Yeah. Scheiß Ziege, komm her, du. Wir heilen mal kurz ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber hey. Ich hab ja noch ein bisschen Feuer. Damit zünde ich euch an. Ihr seid alle tot. Ich bringe euch den vorigen Tod. Ich habe nicht mehr einen Flammenwerfer. 400 erreicht. Yes. Ich hoffe, dieses eine Mal, dass er am Anfang Scheiße gebaut hat, hat keine negativen Auswirkungen. Glauben? Glauben. Ausreichend glauben, ja, kein Problem. Jamal macht das. Glauben. Jetzt zieht man ordentlich einen rein. Passt schon. Ich glaube, dass ich high werde. Zähle es auch als Glauben. Oh Gott. Schrott, Heilung einzeln. Immunität. Ja, das haut auch noch Int rein. Nein, Moment. Nein. Einzeln, das macht gar nichts. Das können wir wegwerfen und das ist auch wieder. Haufen Zeug gefunden, aber nichts davon ist brauchbar. Der trägt einen Stein mit sich rum, der Zyklop. Zyklop. Der Stein heißt Zy und damit kloppt er. Oh Gott! Jetzt werden die Witze echt schlecht. Sehr gut. Ich schneide ihm einfach den Kopf ab. Das hat nicht so gut funktioniert. Er lebt immer noch. Wirft Steine nach mir. Das ist doch unfair. Das ist sehr, sehr unfair. So möge er dies bitte unterlassen. Es wird schon so leicht gelb bei 279 Lebenspunkte. Das ist wirklich wie ein Ambassador. Ich sollte Ambassador nochmal spielen. Ich finde, es gibt noch, bei näherer Überlegung, es gibt noch keinen Speedrun von Ambassador. Es gibt einfach einen Ambamuda, aber der ist mit Cheats. Also, das heißt Cheats, der benutzt halt das Entwicklerbüro, das ich auch gezeigt habe. Was meiner Meinung nach nicht wirklich nötig ist, das Spiel ist insgesamt doch recht einfach. Also einfach, wobei Ambassador. Also wenn man Ambassador. Gut, ich weiß gar nicht, wie war denn das, als ich nicht wusste, was man Ambassador machen musste.
Ja, toll. Ey, Amistar. Also Ambomoon wusste es ja nicht. Dafür ließ es sich aber relativ gut spielen. Bis aus den Anfang, wo ich erstmal in die Komplettlösung gucken musste. Aber sonst ging das doch recht gut. Amistar habe ich ohne gespielt. Ja, beziehungsweise ich habe am Schluss nochmal nachgeguckt, was die Götter waren und diesen einen Ding-Bums gesehen. Weil ich zu faul war, das jetzt nochmal durchzugehen und Trial and Error zu machen. Im Todenheil. Stirbst du jetzt auch mal? Nee, gut. Und jetzt. Glücklicherweise gibt es hier keinen Mana, das wäre echt kacke. Das wäre echt kacke. 11. Danke für gar nichts. Schmeiß er gleich weg. Ja, dann bringt die Rüstung auch Sturmriesen anführen. Jupp. Na, ja, können von der Größe sogar hinkommen. Albion muss ich auch immer noch spielen. Oh, so viele Spiele, so wenig Zeit. Wahrscheinlich, wenn ich endlich wieder Zeit habe, dann kommen. Also, beziehungsweise, wenn ich die Projekte soweit mal wieder wegen reduziert habe, kommt wahrscheinlich wieder irgendein Entwickler und schenkt mir einen Key, weil. Also, Google, ich verdiene schon Keys. Ich meine, ich stehe auch kurz davor, Gronkh zu überholen. Muss man einfach objektiv so sehen. Das ist halt schon hart. Leben am Limit, meine Freunde, oder was? Mhm. Am Limit zur völligen Bescheuertheit. Oh, ist schlecht gelaunt. Das ist. Sie wurde entlassen aus Super Mario World. Da haben die nicht immer freundliche Gesichter. Aber sie hat mürrisch geguckt, deswegen wurde sie entlassen. Jetzt guckt sie noch mürrischer. Ja, kannst mir nicht betäuben. Ja, hier ist das, wenn man nicht betäuben kann und damit völlig nutzlos ist. Hier soll man nicht ohne Betäubenschutz reingehen. Definitiv nicht. Erstmal was anzünden. Ich zünde gerne Dinge an. Ich habe letztens ein Waisenhaus angezündet. Endlich war es den kleinen Kindern nicht mehr kalt. Jetzt werden die Witze böse. Fast geschafft, okay. Müll, haben wir noch mal irgendwo anderen Müll? Das sieht sehr müllig aus. Leben und Leben lassen. Sag ich einmal. So. Nein, eigentlich nicht. Nee, gar nicht. Ich meine, ich muss die alle töten. Leben lassen ist hier gar nicht. Aber so überhaupt gar nicht. Ich schneide sie einfach in Scheiben. Jetzt gibt's Vogel zum Abendessen. Sie fliegen. Was? Nein, das ergibt keinen Sinn. Vergiss das. Tut einfach so, als hätte ich gar nichts gesagt. Das ist ein Let's Play übel. Guck den Scheiß in ohne Sound. Beste Entscheidung. Am besten guckt ihr meine Let's Plays ohne Sound und Video. Da kommen sie am besten. So, da habe ich eine fette, nutzlose Waffe und einen Beutel. Impfender Beutel der Einsicht. Und da habe ich ein riesiges Eichhörnchen. Warte, das. Ja. Ja, har, har, har und so. Jetzt stirb mal, bitte. Yes, effektiv. Blitz. 19, hallo? Musste schon 20 Mal machen und dann ist das immer noch nicht sonderlich. Ich kann ihn vergiften, okay. Au. Okay, sie ist davon ein bisschen mehr beeindruckt, zugegeben. Er guckt gar nicht in den Kampf, er guckt irgendwo nach hinten. Jetzt guckt er auf vorne, okay. Will sie nicht vergiften lassen, ich sehe schon. Stellen wir die Blutung so ein bisschen ab, ja? Au! Oh, das ist voll nett. Aber ich habe zum Glück Feuer dabei. Sieh, Feuer, was? Feuerwaffen, Tabak und Alkohol.
Gibt's ein Spiel über Beavis und Butthead? Ich glaube nicht. Ach, nee. Gut. Wahrscheinlich doch. Irgendwas ganz Schlechtes. Ah, wir heilen ihn mal. Er ist siebenmal. Er ist ein weggekleideter Mann. So. Ja, kannst du mich mal. Hier. Reicht immer noch nicht, verdammt. Moment, was macht denn das so an Schaden? Das andere macht 3, das hier macht 8. Das Ineffektive macht also mehr Schaden, natürlich. Ah ja, das ergibt Sinn, vor allem, weil es auch hier weniger, natürlich. Mhm, klar. Ich sehe da jetzt kein Problem. Ich versuche es trotzdem nochmal ihn zu vergiften. Yes! Mal meinen mächtigen Speer sehen. So. Wir töten dich jetzt mal vielleicht. Danke. So explodieren die überhaupt immer alle. Gut, in Abastar sind sie auch immer alle explodiert und Abomun. Explodieren die in Alvion auch? Hm, weiß gar nicht. Scharfer Zahn. Hm. So, was haben wir da? Das ist 1, das ist 4. Das ist also besser, würde ich sagen. So ein bisschen. Wäre schön, ist aber nicht. Okay. Weg damit und weg damit und dann können wir weitergehen. Easy. Kinderspiel. Rote Fliegenschwarm. Lauf durch sie durch. Ihr habt den Schwarm gerade so abhängen können. Muss ich da nicht auch irgendwie... Gut, dass ich jetzt einfach mal 20.000 Mal beende. Ich meine, da wäre auch irgendwas gewesen. Ja, wir fliegen. Ich komme viermal im roten Fliegenschwarm. Ich weiß zwar nicht, warum ich dem entkommen soll, aber... Passt schon. Da ist ein Hund. Sieht aus, als hätte eine Sonnenbrille auf, oder? Ich weiß nicht. Gib ihm Futter und Wasser. Bringt ein gewaltiger Wurm aus der Erde davor. Ja, toll. Was ist das für ein scheiß Wurm? Ich hab Angst, ne? Ich habe in Binding of Isaac schon einen Haufen Würmer gekillt. Große und kleine. Dann machst du mir doch keine Angst mehr. Gut, damals habe ich. Und hier habe ich sogar Feuer und nicht nur Tränen. Ach, toll. Außer ich habe Sensen einzig, dann habe ich nicht nur Tränen. Ich würde euch übrigens empfehlen, eine Sense zu kaufen, die sind toll. Und wer den Witz jetzt nicht versteht, der schaut bitte die Folgen von Binding of Isaac, die ich noch gar nicht hochgeladen habe, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich weiß nicht, ob ich schon hochgeladen haben werde, wenn ich das hier hochlade, vermutlich nicht. Ich habe ein bisschen was im Voraus aufgenommen, weil ich irgendwie Lust und Zeit hatte. Und Lust vor allem. Und ich hatte Sensen. Sensen sind toll. Kauft euch Sensen. So. Wir suchen wieder den Baum. Kleiner Goldhub innerhalb des Dingsbums gefunden. Ja, toll. Was komplett irrelevant ist, weil das bisschen, was man da findet, ne? Aha. Danke für die Tiefen meines Herzens. Das tatsächlich tiefer geht, als ich euch selbst gedacht hätte. Ich habe natürlich die Nachricht auf der Rückseite des Blattes gelesen, oder? Das ist in Laruna, schrieb mir diese Worte. Es gibt niemanden, den ich so geliebt habe wie sie. Aber sie ist tot und es ist alles meine Schuld. Ich werde jetzt gern alleine. Komme ich denn von ihm? Eisiger gutes Feuer ist toll. Horring, pst. Uralter Tempel, ne. Vielleicht später. Hallo Fremde, ich gebe gerade keine Vorstellung. Wenn ihr beleidigt werden wollt, bitte kommt in die Taverne nach Sonnenuntergang. Aber nur jeden zweiten Abend. Dann werde ich euch und alle anderen anschreien. Anscheinend finden es die Leute lustig, wenn ein wütender Ex-Hofner eine Beleidigung in den Kopf wirft. Naja, solange ich damit Geld mache. Aber heute gibt es keine Vorstellung, denn heute jährt sich wieder der Tod meiner Prinzessin. Deswegen werde ich den ganzen Tag Zorn im Tempel für ihre Seele bieten. Das bringt natürlich alles nichts. Ihre Seele war so rein, dass sie jetzt bestimmt an einem besseren Ort ist. Es dient nur meiner eigenen Psyche, damit ich mich nicht wie sonst im Selbstmitleid suhle. Der Typ hat Komplexe. So, wir gehen erstmal Zeug verkaufen. Ja, nee, das hatten wir schon. Lindit, dich hatten wir schon, ne? Totenacker, gleich, Moment, ich muss jetzt erstmal... Ich gehe jetzt erstmal verkaufen und dann einkaufen und dann...
Teilchenbeschleuniger bauen? Was? Nee, Moment. Falsches Spiel. Welches Spiel kann man denn Teilchenbeschleuniger bauen? Das müsste ich jetzt echt gerne. Kannst du irgendwas? Nein. Helm und so, das dient mir halt alles nichts. Das ist 7, ich habe aber schon 9. Da haben wir 49 und 33. Ich hätte gerne was Besseres, aber das sieht nicht so aus, als würde ich was bekommen. Schade. Tauschen wir mal aus. Das wäre halt schon geil. Ich behalte den Helm tatsächlich mal ausnahmsweise. Auch wenn es vermutlich ziemlich schwachsinnig ist. Yindit. Hilfe braucht Yindit von Helden. Saat verloren, ich hab. Sagt sehr wichtig. Xinix, wir brauchen Xuxu-Frucht. Immer wieder Xuxu-Frucht. Hier nicht wächst. Krank ist Yindit, weil kein Xuxu bereits. Helfen bitte Geschwister. Saat, ich habe gehabt bei mir als angekommen von Schiff. Weg zur Stadt, ich hab verloren Saat. Ihr könnt finden. Ja klar, Totenacker klingt nach was. Einfach. Hilfe braucht Yindit. Sprache lerne ich jetzt, ihr seid weg. Tag jeden, ich besser werde. Totenacker, die hatten, das hatten die im Angebot. Das müsste auch Würm gewesen sein, ich glaube ja, gut. Gehen wir nochmal in die Bibliothek. Hallo, meine alte Frau. Hallo, meine alte Frau. Mhm. Deutsch, ich lerne auch bald hart. Na toll. 1 plus 2, 87. Yes, kauf ein. Alle, ist die Hand immer noch besser. Und tschüss. Es ist mir doch egal, was mit deinem Scheißrücken ist. Geh zum Arzt. 87. Minimale Verbesserung, aber was soll's. Halt. Go, go, go. Los geht's. Zum Totenacker. Was bist du für einer? Das ist ein junger Abenteuer. Guten Tag, ich wünsche euch, ihr seht eine akzeptable Gruppe Helden aus. Will ihr mir vielleicht helfen? Ich muss für den Quest eine Troll jagen, der letzte Mal der Gruppe wurde ohnmächtig geschlagen. Okay, super. Seid vorsichtig, ihr kann sie regenerieren. Ist doch keine Gegner nicht hier, komm. Tschüss. Verdammt, ich hatte gehofft, die sterben jetzt, bevor sie zaubern können, aber nein. Leider nicht. Nee, ich hab Gift. Das beeindruckt dich aber nicht, wie es aussieht. Egal. Können wir jetzt bitte beide töten? Das wäre ganz toll. Nein. Ich muss nochmal Schaden einstecken, natürlich. Ich meine, gut, er kann es sich erlauben, aber darum geht's ja nicht. Er lebt immer noch, ich glaub's nicht. Was soll denn der Kack hier? Hier, komm. Wenn man nicht alles verbrennt, dann taugt das einfach nichts. Dies taugt einfach nichts. Aber ich habe alles unter Kontrolle. Betrachtet die Steine. Ja, schweinische Bilder und so. Vielleicht soll ich mal draus trinken. Schnell einen Tank trinken. So, wer bist denn du? Ein grauer Held. Sein Gesicht zeigt die Namenzahl der Kämpfe. Das ist lange her. Das hatten wir auch, glaube ich, alles schon mal, oder? Eine lustige Geschichte. Ja. Vielleicht soll ich einfach mal weitergehen. Das hatten wir noch nicht, glaube ich. Weil ich immer irgendwie alles mitnehmen will. Wir werden sie besiegen, das hoffe ich doch. Feuer soll doch wirken bei denen, oder? Ja, das sieht doch schon mal gut. Das sieht mir ehrlich gesagt nicht wie eine Blutmaus aus. Es sieht nicht mal mausähnlich aus, ehrlich gesagt. Aber okay, was auch immer das Spiel sagt, wird schon stimmen. Mäuse stechen auch normalerweise nicht. Ja, das ist logisch überhaupt keinen Sinn, liebe Spielentwickler. Was habt ihr denn da für einen Unsinn gemacht? Ey, was soll denn der Kack hier? Hier. Brenne. Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass du auch stirbst durchs Brennen.
aber hast nicht so Bock. Naja. Details. Er stirbt, also er ist doch noch gestorben, aber halt erst später, als er sterben sollte. 8. Das ist halt so gar nichts. Kannst du vergiftet sein? Nein. Aber du kannst tot sein. Knochen können wir, glaube ich, gleich wegwerfen. Mächtiger Streitkolben. Go. Wäre wahrscheinlich besser, wenn ich es anders gemacht hätte, aber egal. So, hier Fliegenschwarm. Das sieht aus wie der rote Fliegenschwarm. Warum ich ausgerechnet mit denen gekommen sind, weiß ich immer noch nicht, aber hey. Wird bestimmt einen Grund haben. Schalte bestimmt was ganz Tolles frei. Du hast die ultimative Vernichtungswaffe freigeschaltet. Nichts. War nur ein Witz. Kriegst gar nichts. So brennst du nicht. Knochenschlange. Ich höre mal kurz dieses Infiziertsein auf. Das wollen wir mal nicht mehr haben. Aber mit Feuer. Feuer kommt bei vielen Orten gut durch. Nicht bei Wasser- oder Feuerkreaturen, aber sonst doch recht gut überall. Kannst du hier was sterben? So kannst du vergiftet werden? Nein. Schade. Schade. So würdest du jetzt bitte verbrennen, das wäre ganz toll. Danke. Hat funktioniert, mein Plan. Aha. Und da haben wir noch mehr Müll. Großartig. Ich sammle Müll, ich bin nämlich die Müllabfuhr, das